Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir müssen zum Dorf der Zoras, aber ich weiß nicht so recht, ob wir da überhaupt schon hinkommen können. Holy shit, hier sind auf jeden Fall fette Gegner und ich habe, glaube ich, immer noch keine Munition für einen Bogen. Oder? Nö, nicht ein Pfeil. Bong. Und ich weiß auch nicht, wie man Pfeile herstellt, verdammt. Die Tasche. Können wir nicht aus den Holzdingern irgendwas schnitzen? Anzünden, aber mehr nicht. Hm, Pfeile sind rar geworden. Holy shit, was? Oh, ein riesiger Oktorok. Mein Schild zerbricht gleich. Das alles zerbricht, ist immer kacke. Dass alles eine gewisse Haltbarkeit hat, finde ich ein bisschen schade. Aber so können wir ganz schön viele Waffen kennenlernen. Na jö. Jetzt habe ich richtig geile Bögen, alles mögliche und... Scheiße ist in Wirklichkeit. Vielleicht finde ich im Dorf der Zoras ja eine richtig geile Rüstung. Shit, das dachte ich mir schon. Ah, wir haben ja ein starkes Schwert. Ja, Holzpfeil. Wer sagt's denn? Welchen Bogen habe ich denn momentan angelegt? Boah, ich habe sogar noch einen stärkeren. Ja, das ist ganz okay. Was haben wir denn da oben? Holy shit, ey! Oh! Da kann ich gegenhalten, du Sack. Gib mir deine leckeren Zutaten. Ja, ich muss schnell, wirklich schnell ein Lagerfeuer finden. Wir müssen uns ein paar Sachen zusammenbrutzeln. Ich werde viel ausprobieren. Denn wir müssen auch Medizin herstellen. Das wäre so ein Sack. Der sieht ein bisschen stärker aus. Sich aber gar nicht. Boah, der Oktorok da unten, ne? Oh, ey. Gibt's doch gar nicht. Na, lassen wir das sein. Früher haben die wirklich nur auf eine Ebene geschossen und mittlerweile schießen die ganze Berge hoch. Perfekt. Kabüm. Aber schön, dass wir wenigstens Holzpfeile bekommen, die ich so dringend gebrauchen kann. So, hier müssen wir irgendwie durch. Hier ist alles glitschig, der Regen fällt ja immer noch. Mal gespannt, ob wir hier irgendwie durchkommen. Boah, Oktoroks können mich echt mal lecken gerade. Ja, war klar, dass er mich trifft. Ich habe keinen Bock, Pfeile zu verschwenden. Holy shit, Zitterling. Ein Pilz, der hauptsächlich in der Gerudo-Region vorkommt. Sein Hut enthält isolierende Wirkstoffe. Als Kopfzutat schützt er deshalb vor elektrischen Schlägen. Wow. Hey, Link! Tut mir leid, dass ich dich aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch immer den anderen Bescheid sagen, aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerring angefangen hat, heimen sich hier viele Monster herum. Gib auf dich Acht, mein Freund. Die Zoras brauchen dich. Naja, entschlossen sieht er nicht aus. Irgendwie leer. Wahrscheinlich ist es auch nur eine Hülle, die gebraucht wird, um die Zoras zu retten. Ich weiß es nicht. So, rollen wir mal den Sch... Na, kann ich nicht. Nee, doch nicht. Unter damit. Oder auch nicht. Fuck it. Komm, ab zu den Zoras. Kann mich nicht daran erinnern, dass die Zoras so hoch in den Bergen wohnen. Alter. Was haben wir denn da? Oh. Was? Ein dämliches Schwein. Macht mir so viel Schaden. Genau. Also das war eine linke Scheiße, auf jeden Fall. Und das soll kein Wortspiel sein. Ein Schwein. Ja, mit allem gerechnet, aber nicht mit
3, Alter. Wow. Ist der Schwein weg? What? Nicht so toll. So. Ja, gut, dass ich noch eine starke Waffe dabei habe. Oh, damit können wir wirklich viel anrichten. Medizin. Ich muss einfach anfangen zu kochen. Und dann versuchen, so viel wie... Ja, da können wir kochen. Wenn da ein Pot ist, ansonsten... Oh, ein Maxi-Trüffel. Ist der nicht selten? Kann Herz ein bisschen über das Maximum hier hinauf auffüllen. Kann ich gut kombinieren. Und, gehen wir ganz kurz hier oben lang. Ich denke aber, da ist nichts, außer irgendwelche Dornen. Gletscher. Eisige Region, die übergeht in so... Ja. Ja, einfach in so einer Region halt. Da ist ein Sackgesicht. Perfekt. Oh, ich liebe das einfach, wie geil man schleichen kann. Guck mal, wenn ich da einen Pfeil reinfeuer... Ah, ich habe gar keinen Feuerpfeil bekommen. Das waren also nur Holzpfeile. Ist nicht schlimm. Oh, der war geil. Perfekt, ich sag, da sitzt noch einer drin. So machen wir es uns schön einfach. Oh, Waffen und was für geile. Liegen einfach mal hier rum. Ein Bumerang. Es kann bei Bedarf geworfen werden. Noch so ein Schild. Und noch so ein Bogen. Aber alles voll, natürlich. Dann werden wir mal die Taschen leeren. Oh, ich habe richtig geile Sachen eigentlich dabei. Das Schwächste kommt dann halt weg. Und bogenmäßig müssen wir auch noch mal gucken. Weg. Mitgenommen, mitgenommen. Krass, ich kann meine ganzen Pfeile wieder aufheben. Nee, die Lanze will ich nicht. Guck mal da, ein Röstbarsch. Kriegen wir noch was zu futtern? Ja, jetzt haben wir jetzt zwar eine Kochstelle, aber... Tja. Ist halt ein bisschen mies gerade. Okay. Mit der Axt können wir draufhauen. Obwohl, wir haben den Hammer. Nutzen wir den Hammer. Coole Sache mit der Waffe, auf jeden Fall. Mein Schild zerbricht gleich schon. Ich habe das gar nicht genutzt. Ah, dass man nicht so eine mobile Station irgendwie dabei hat, womit man kochen kann, ist ärgerlich. Naja. Dann gedulden wir uns, bis wir uns irgendwas Besseres leisten können. Ey, soll ich das Ding mal werfen? Da bin ich ja mal gespannt. Boah! Oh, das kommt sogar zurück und ich muss es per A fangen. Scheiße, wo ist es hin? Da. Ist ja geil. Komm her. Du kriegst richtig einen übergebraten. Okay, es ist nicht zurückgekommen, weil es gegen einen Baum geprallt ist. Oh, oh. Und darunter. Das ist ein scheiß Maxi-Trüffel, aber nicht meine Waffe und eine Maxi-Rübe. Ich muss mich heilen. Zum Glück haben wir einen Röstbarsch. Ja, sicherlich. Ich hab's jetzt irgendwo hingeballert und ich sehe es nicht mehr. Nee, das sind die Blumen, die da blinken. Whatever. Nee, vielleicht nicht mit dem. Dein Zweihänder nehme ich aber gerne mit. What the? Ah! Das war nur ein Horn von dem. Pisse. Kann es sein, dass es hier runtergerutscht ist? Nee, sieht nicht danach aus. Ist hier unten was? Moment. Hä, ich konnte gerade irgendwas nehmen. Den Stein hier. Ja, super. Hat sich so angehört, als ob hier irgend so ein Biest rumläuft. Ich finde das Scheißding nicht mehr. Ich hab's halt irgendwo weggeballert. Ist genau hier lang geflogen, aber dann... total verschwunden. Naja. Bisschen ruckelig gerade, aber hey.
Ja, du siehst mich durch die Bäume und so. Oh, alle wurden alarmiert. Genau. Oh, das war knapp. Ja, klar. Was ich machen sollte, ist Heilung. Und wir nehmen diesen Trank. Ganz schön dreist. Der hätte mich auch heilen können. Ja, kämpfen wir. Boah. Leute, das ist ein riesiges Lager. Noch nicht mal riesig. Riesig gigantisch. So. Was will ich mit der Route, ey? Lass die mal wegballern. Oh, toll. Natürlich habe ich jetzt keine Waffe angelegt. Mann, Mistviecher. Ich fälle schon die Bäume. Gott sei Dank trifft mich dieses Mistviech nicht. Oh, ein Schuss in die Birne reicht schon. Oh, es war nicht im Kopf? Okay. Was? Wow. Wie das Game Over dann auch automatisch gelb wird. Hart. Jao. Hier sind wir wieder. Tja. Ja, und ich werde auch direkt gesehen. Gibt denn am besten gar keine Chance. Ein Schuss, ey. Geht's noch? Oh, der hat gesessen. Knapp daneben ist auch vorbei, ha? Huh? Mann, solche Säcke, das ist knifflig, ey. Vor allem mit der Steuerung. Als ob. Wenigstens war das ein Treffer. Also mein Elektroschutz ist noch an. Der hätte mich töten können. Mein Gott, sind hier viele. Ah, shit. Renn genau rein. Ich muss mich irgendwie durchkämpfen, denn ich hab auch einen geilen Elektrofall, nehme ich gerne. Genau, da ist die Kiste. Yo. Ah, immer ist kein Platz. Kann nämlich meine ganzen Bögen und so ersetzen. Da gibt's nichts zu tun. Hier wird nur gestorben. Hell yeah. Meine Tasche ist voll. Habe ich noch einen Bogen, den ich da ersetzen könnte? Nee, sieht nicht so aus. Nee, mach ich auch nicht. Eine Holzpfeile. Bogen. Also hier gibt es wirklich eine Menge zu finden. Scheiß auf die Route. Hier auch nochmal richtig geil. Was ist denn das da oben? Ein Elektrofall. Noch ein Elektrofall. Also ich nehme gerne alles mit. Gut, ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich zugeben. Aber der Weg scheint richtig zu sein.
Hätte eigentlich auch ins Wasser schießen können, wenn die drin gestanden hätten. Das wäre auch eine Idee gewesen. Durch dunkle Höhlen. Boah, ne, die Waffe sollte ich eigentlich so schnell wie es geht loswerden. Kein Schrein in der Nähe, nichts. Da ist er ja schon wieder. Ja, wir kommen gut voran, natürlich. Ich weiß, ich habe leicht Schwimmen hier im Fluss, aber in Gedanken kämpfe ich mich mit dir den Weg hinauf. Ist aber nett. Nur nicht verzagen, mein Freund. Du schaffst das. Ja, klar schaffen wir das. Immer fest daran glauben. Heidi ho. Ja, jetzt wird's interessant. Der Weg geht irgendwie hier nach oben. Also solange wir dem Weg folgen, müsste das klappen. Hab dich gesehen, du Mistviech. Hallo Frosch! Holy shit! Oh oh, Elektro-Flederbeißerflügel, ein seltener Fund. Der Flügel selbst hat zwar keine gesehen, knistert aber noch ein wenig. Ja, damit kann ich bestimmt dieses Gegengift für die Elektro-Scheiße herstellen. Oh mein Gott, töte mich nicht! Boah. Mann, das ist wirklich voller Gefahren hier. Ja. Jetzt habe ich die aufgeweckt. Ja, wenn wir schon in diese komische Höhle vordringen, dann auch richtig. Oh, wie der guckt, ey. Wie dieses Auge von Ocarina of Time. Koma oder so. Oh, wir haben Blitz und Gewitter. Jetzt wird es wirklich ein Abenteuer langsam. Holy shit, okay. Brauche Eisenhammer. Was, wofür war der Feuerstein nochmal gut? Ja, damit kann ich den Sachen entzünden. Ja, ich habe schon überlegt, die Sachen einfach ins Feuer zu werfen, die ich kochen möchte, aber ich denke, wir brauchen einen Topf dafür. Okay, nur noch Regen. Glück gehabt. So, ein Blitz wäre natürlich super. Ich habe auch gehört, man kann die Waffe irgendwie aufladen. Das wäre natürlich auch mega. Oh, ich dachte, ich hätte hier so einen Stein gehabt zum Rollen. Wäre das toll gewesen. Hier. Weg damit. Kill sie. Guck mal, so ein Elektrofeil. Da mal irgendwie hinballern, das wäre doch mal richtig geil. Pah. Und jetzt verteilen die sich. Die wissen nicht, wo ich bin. Alter, ich habe wieder genau in die Mitte getroffen. Bringt auch nicht so viel. Was soll ich die Pfeile großartig verschwenden? Kannst mich mal. Geh sterben. Komm her. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Kein Problem. Ich brauche echt eine Rüstung. Ich laufe hier schon das halbe Spiel ohne Rüstung rum. Oh, dann nimmt er sich den scheiß Stein. Ja. Du hast hier keine Chance. Oh, ein roter Rubin. Wurde doch mal Zeit. Der lebt da immer noch. Lass die nicht einfach verrecken, wenn ich die runterknall. Hier auch Holzpfeil. Ja, ja, ja. Schönes Grillwild. Oh, wir könnten hier warten, ne? Bis es... Naja, worauf eigentlich? Ich denke, das wird die ganze Zeit so dämlich regnen.
Kann ich mal probieren, ob wir da nicht irgendwas reinballern können? Ich glaube nicht, dass es geht, aber ich probiere es trotzdem mal. In die Hand. Weiß ich nicht. Nicht die Maxi-Rübe. Nicht den Frosch. Obwohl. So, was weiß ich. Ablegen. Ein Röstrüstling. Aha. Ich kann aber, glaube ich, nicht das Ganze so effektiv zubereiten. Na, checken wir im nächsten Part aus. Auf geht's.